Eine wunderschöne gute Abend, mein Lieber, und willkommen zu meinem neues Video von mir. Und ja, ich habe ja heute eben gerade ein Video gemacht, ein vorletztes Video. Habe ich ja heute schon gedreht. Es geht darum um GTA Online, also der Kajo-Projekt heißt DLC. Aber es geht um das Thema Schatzsuchen, mit dem ihr finden wollt, dann müsst ihr auf YouTube gehen bei Schulex und der macht auch so wie GTA Online oder GTA Videos so wie ich und ja, heute aber ein anderes Thema, Leute, sondern heute geht es ums Thema die PlayStation, für wann wir die PlayStation, die vierte Welle wieder vorbestellen. Und mein Papa hat das schon kurz vor Weihnachten wieder bestellt, also kurz vor Anfang Dezember oder Mitte Dezember hat Papa die PlayStation bei Amazon, also bei Papa Lars, hat bei Amazon geguckt und dann, ihr müsst immer die Augen behalten, ihr müsst das Auge öffnen halten und wenn dies müsst immer die Amazon-Webseite aktualisieren, bis eine PlayStation 5 kommt und ja, und da bin ich gerade auf YouTube bei Leon Kramer, nämlich auf YouTube und was die Amazon hat nämlich geschrieben, das heißt, die PlayStation 5 kann ab 5. Januar oder 6. Januar, 6. Januar 2021 auf Amazon.de vorbestellt werden. Also wenn ihr und die Edition ist egal, wenn ihr eine PlayStation vorbestellt und das heißt, Amazon hat auch geschrieben, also man die PlayStation 5, sie werde es innerhalb 4 Tage erhalten. Das heißt, 5. oder 6. Januar, also entweder am Dienstag oder am 6. Januar, werdet ihr die PlayStation 5 vorbestellt und sie werden 4 Tage kommen. Also wenn ihr am Dienstag vorbestellt, das heißt 1, 2, 3, 4, der wäre dann erst am Samstag. Und wenn ihr schon am Mittwoch vorbestellt, 1, 2, 3, 4, dann wäre die PlayStation nämlich an einem Sonntag. Sie müsse nicht es vorbestellen, sondern das ist das Ganze. Man kann es auch ganz normal bestellen, aber Amazon gibt es auch weltweit natürlich. Und manchmal ist es schwierig, sogar wieder Edition, also mit ohne CD. Die digitale Edition ist damit ohne CD, mit die kostet nur 400 Euro. Die Original PlayStation 5, die kostet ja, wenn es mit Laufwerk kostet, also mit CD, mit Disc, kostet etwa 500 Euro. Und falls ihr am Dienstag oder am Mittwoch die PlayStation 5 vorbestellen könnt und dann meine PlayStation 5 ist schon da, seit vor Heiligabend und die ist einfach so krass. Wenn ihr ein Digital, also Digital Edition, bekommt ihr die PlayStation 5 mal eine schwarze. Und wenn ihr die Original PlayStation 5 bekommt, dann wird die weiß sein. Und ich glaube hier, ja, so soll das aussehen mit weiß. Und ja, und Amazon, so soll es aussehen. Bei digitalen Edition soll es die beide Verpackung schwarz sein und ihr müsst am Dienstag oder am Mittwoch um 12 oder bis 13 Uhr Nachmittag und hier auf Amazon.de gucken und mein Papa muss auch bestellen von meinem Bruder Simon. Der bekommt wahrscheinlich ohne CD oder wahrscheinlich erst mit wahrscheinlich mit CD, so wie meiner. Ich habe meine eigene PlayStation, ist schon da. Könnt ihr euch das Video, diese Videos jetzt auf diesem Kanal, wenn ihr dieses Video guckt. Meine PlayStation ist schon angekommen. Das gibt es jetzt auch bei mir auf meinem Kanal, also auf vorletztes Video, also Jahresrückblick. Ja, noch eine, dann kam endlich die PlayStation auch bei mir zu Hause. Könnt ihr das angucken und das ist einfach so cool. Und ja, meine eigene ist schon da. Mein Bruder Simon bekommt er noch. Der ist 2 Jahre jünger als ich. Ich bin auch schon 16. Simon, der ist schon 14. Wenn ich 17 bin, wäre mein Bruder Simon schon 15. Und ja, und ja. Und ja, das war es dann natürlich auch bei Lukas Vlogs. Habe es dir gefallen, gib es einen Daumen nach oben. Wenn es dir gefallen hat, mach einen Daumen nach unten. Und abonniere meinen Kanal, ist immer kostenlos. Sonst verpasst du nicht auch GTA 6 News, GTA Online zu neuen DLCs,
Vlogs und vieles mehr. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen guten Nacht. Und wir sehen uns bis Werbe 19:35. Ich wünsche euch doch noch einen schönen Abend und einen schönen guten Nacht oder morgens oder mittags, falls ihr das Video seht. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich sage Wiederholung nochmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen schönen guten Nacht. Und wir sehen uns hoffentlich bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss, ihr Lieben.